Es ist der 13. Dezember 2009. An diesem Sonntag liegen die Temperaturen in St. George im einstelligen Bereich. In der Stadt im US-Bundesstaat Utah ist langsam aber sicher der Winter eingebrochen. In knapp 2 Wochen steht das Weihnachtsfest vor der Tür. Doch während der ein oder die andere den Feiertagen entgegenfiebert und sich auf eine besinnliche Zeit freut, hat ein Bewohner von St. George ein gewaltiges Problem. Und vielleicht ist genau dieses Problem der Grund dafür, dass Stephen Kocher an diesem 13. Dezember spurlos verschwindet. 13 years ago, a young man drove into a neighborhood, parked his car, and vanished. His family desperately seeking closure more than a decade later. Surveillance video captured what are believed to be Stephen Kocher's last moments alive. Stephen zieht im Frühjahr 2009 nach St. George. Er hat große Pläne. Sein altes Leben in Salt Lake City hat er hinter sich gelassen. Dort hat Stephen bei einer renommierten Tageszeitung gearbeitet, dem Salt Lake Tribune. Das Journal wurde sogar mehrfach mit renommierten Preisen wie dem Pulitzer-Preis gewürdigt. Stephen arbeitet zwischen 2007 und 2009 etwa 2 Jahre lang für die Zeitung. Eigentlich mag er seinen Job. Was ihm jedoch gar nicht passt, sind die Arbeitszeiten. Denn Stephen hat Nachtschichten und sitzt somit zwischen 23 Uhr am Abend und 7 Uhr am Morgen des Folgetages am Schreibtisch. Auf Dauer ist ihm dieses Arbeitsmodell einfach zu kräftezehrend. Also reicht er Anfang 2009 seine Kündigung ein. Stephen nutzt diese Gelegenheit direkt für einen größeren Umbruch. Er möchte umziehen. Im April klappt es. Er bekommt in St. George einen neuen Job bei einer Marketingagentur. Stephen hat Kommunikationswissenschaften studiert. Die neue Arbeit scheint also perfekt für ihn zu sein. Noch dazu ist St. George nicht allzu weit weg von Salt Lake City. In seiner Freizeit macht er schon seit einigen Jahren Musik und schreibt auch eigene Songs. It's been 10 days. It's never gone away. I don't wanna hurt you. I just can't see this ending well. Der 30 Jahre alte Stephen freut sich sehr über seinen Neubeginn und ist voller Tatendrang. Zu seiner Familie, die in der Kleinstadt Bountiful lebt, hat er weiterhin engen Kontakt. Auch zu seinen 4 Geschwistern. Die Distanz zwischen Stephens neuer Heimat St. George und dem Zuhause seiner Eltern beträgt nur etwa 8 Meilen. In St. George findet er schnell Anschluss. Das liegt vor allem an Stephens Engagement in seiner neuen Kirchengemeinde. Wie auch seine Familie ist er Anhänger der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Im Englischen wird diese Kirche abgekürzt LDS genannt. Die LDS zählt zu einer Splittergruppe der Mormonen. Mit der LDS hat Stephen zu seiner Jugendzeit sogar einige Monate als Missionar in Brasilien verbracht und dort Portugiesisch gelernt. Stephen ist schnell in die lokale LDS-Gruppe von St. George integriert. Er engagiert sich dort als Mentor für weitere Mitglieder und coacht Jugendsportteams. Das Einzige, was Stephen für sein ideales Leben noch fehlt, ist eine Freundin. Er sehnt sich nach der großen Liebe und möchte unbedingt eine Familie gründen. Nicht zuletzt aufgrund seines Glaubens ist ihm das extrem wichtig. Er bemüht sich im Rahmen sogenannter Single Wards der LDS darum, eine gleichgesinnte Partnerin zu finden. Eigentlich könnte das Jahr 2009 eines der schönsten in Stephens Leben sein. Ein neuer Job, neue Freunde und ein neuer Wohnort, an dem der 30-Jährige sich wohlfühlt. Doch leider hält Stephen Kochers Glück nicht lange an. Nach nur einem Monat hält Stephen wieder ein Kündigungsschreiben in der Hand. Dieses Mal ist er der Empfänger. Die Werbeagentur hat seinen neuen Arbeitstag wieder aufgelöst. Nun steht er ohne einen Job da. Er hört sich in St. George nach neuer Arbeit um. Zunächst ist Stephen gelassen und optimistisch. Immerhin hat er gute Referenzen von vorigen Arbeitgebern. Noch dazu einen vielseitigen College-Abschluss.
Doch leider hat er bei seinen zahlreichen Bewerbungen keinen Erfolg. Infolge der Weltwirtschaftskrise ist die Situation auf dem Arbeitsmarkt 2009 ziemlich düster. Alles, was Steven in St. George findet, ist ein Aushilfsjob als Promoter. Während er vor wenigen Monaten noch für eine renommierte Tageszeitung gearbeitet hat, verteilt er nun ein paar Stunden pro Woche Flyer für eine Reinigungsfirma. Gelegentlich hilft er einer lokalen Band namens Rockstocks auf Konzerten als Roadie aus. Die Einkommen aus diesen Jobs reichen hinten und vorne nicht, um Stevens Ausgaben zu decken. Er hat einige Ersparnisse mit nach St. George gebracht, dennoch kommt er bald an seine finanziellen Grenzen. Noch dazu zieht Mitte November sein Mitbewohner Jordan aus der gemeinsamen WG aus. Für Steven fällt die Miete nun also höher aus, da er sie ganz alleine zahlen muss. Jordan zieht aus, weil er nicht gut mit dem Vermieter Brett ausgekommen ist. Der hatte Jordan beschuldigt, Gegenstände aus der Wohnung entwendet oder zerstört zu haben. Jordan hingegen behauptet, die Schäden seien schon da gewesen, als er eingezogen sei. Steven hält sich aus diesem Konflikt heraus. Er hat auch so genug Stress. Im Winter hilft er ein paar Bewohnern der Stadt dabei, ihre Weihnachtsbeleuchtung anzubringen. So kann er sich wenigstens ein paar Dollar dazu verdienen. Doch so richtig bringt ihn das auch nicht weiter. Stevens Eltern bekommen unweigerlich mit, dass ihr erwachsener Sohn zunehmend in Schwierigkeiten steckt. Stevens Mutter hat Einsicht in sein Konto und sieht die zahlreichen Abbuchungen, die sein Saldo schrumpfen lassen. Sie erzählt Stevens Großmutter davon, die ihrem Enkel helfen möchte. Bei einer Familienfeier gibt sie ihm einen Scheck. Das Geld soll Steven dabei helfen, finanziell etwas aufatmen zu können. Er nimmt den Scheck zwar entgegen, wird ihn jedoch nie einlösen. Warum können wir heute nur mutmaßen? Vielleicht wollte er einfach nicht das Gefühl haben, seiner Familie auf der Tasche zu liegen. Und das, obwohl er das Geld sehr gut hätte gebrauchen können. Ende des Jahres ruft Stevens Vermieter sogar bei seinen Eltern an. Er teilt ihnen mit, dass ihr 30 Jahre alter Sohn seit nunmehr 3 Monaten seine Miete nicht bezahlt hat. Er ist bei seinem Vermieter mit einem 4-stelligen Betrag im Rückstand. Seine Eltern rufen Steven daraufhin an und bieten an, für seine Rechnung aufzukommen. Doch für Steven ist das sehr unangenehm. Er fühlt sich, als hätte er versagt. Also sagt er einfach, er würde das alles schon hinbekommen und beendet das Gespräch. Für den 30-Jährigen wirkt die Situation aussichtslos. Nicht nur die Jahreszeit wird immer dunkler. Auch in Stevens Gedanken herrscht Finsternis. Die einzige Konstante bleibt Stevens Glaube und die LDS. Nach wie vor besucht er die Gottesdienste regelmäßig. Anfang Dezember wohnt er einer kleinen Weihnachtsfeier bei. Dort wirkt er eigentlich genau wie immer. Der Glaube scheint ihm Kraft zu schenken. Aber nur ein paar Tage später beginnt Steven sich merkwürdig zu verhalten. Nie ohne seine Fassade bröckeln zu lassen. Aber vor dem Hintergrund, dass er Mitte Dezember für immer verschwinden wird, ist sein Verhalten rückblickend mehr als rätselhaft. Wir werden uns mit Steven auf seine letzte Reise begeben und versuchen nachzuvollziehen, was der 30-Jährige im Sinn gehabt hat. Am 10. Dezember beginnt das Rätsel um Steven Kocher. An diesem Tag steigt er in sein Auto und macht sich auf den Weg nach Salt Lake City. Dort hält er am Morgen an einer Tankstelle an, um Benzin aufzufüllen. Er fährt jedoch noch weiter, nämlich in den benachbarten Bundesstaat Nevada. Dort legt er in einer weiteren Tankstelle abermals einen Stopp ein. Er fährt, bis er am Nachmittag in Ruby Ranch auftaucht. Dort hat er ein Ziel. Er möchte jemanden besuchen. An diesem Mittag steht er um 14 Uhr mit einem Mal bei den Eltern seiner Ex-Freundin vor der Tür. Die beiden sind überrascht, denn Steven hat seinen Besuch nicht angekündigt. Auch Stevens Ex-Freundin wusste nicht, dass er zu Besuch kommen wollte. Deshalb ist sie an diesem Nachmittag nicht zu Hause, sodass Steven und die Eltern seiner Ex alleine sind. Sie laden ihn spontan zum Mittagessen ein. Steven erzählt ihnen, er sei auf der Durchreise, um Familie in Sacramento zu besuchen. Das ist eine glatte Lüge, denn Steven Kocher hat keine Familie in Sacramento. An diesem Tag telefoniert Steven während seines Aufenthalts in Ruby Valley mit seiner Schwester. Allerdings erzählt er ihr nichts von seinem Ausflug nach Nevada. Er verliert kein Wort über das Mittagessen bei den Eltern seiner Ex oder über die merkwürdige Autofahrt, die er an diesem Tag unternimmt.
Nach dem Besuch bei den Eltern seiner Ex-Freundin fährt er zurück nach St. George. In Springville und Salt Lake City hält er abermals jeweils an einer Tankstelle. Kurz danach telefoniert er mit seiner Mutter. Sie gibt ihm Bescheid, dass sie ihm Geld überwiesen hat, damit er seine Miete bezahlen kann. Die beiden plaudern noch kurz, Steven scheint guter Laune zu sein. Auch seiner Mutter erzählt er nichts von dem Besuch in Nevada. Stattdessen verspricht er ihr, über Weihnachten nach Hause zu kommen und gemeinsam zu feiern. Ein Versprechen, das Steven Kocher nicht halten wird. Und auch das Geld, das seine Mutter ihm überwiesen hat, wird Steven nie abbuchen. Gegen 23 Uhr am Abend kommt Steven wieder bei sich zu Hause in St. George an. Er ist an diesem 10. Dezember weit über 1000 Kilometer mit seinem Auto gefahren. Und das anscheinend nur, um 2 Stunden mit seinen Ex-Schwiegereltern Mittag zu essen. Niemand weiß, was Steven an diesem Tag sonst vorgehabt haben könnte und warum er den Eltern seiner Ex die Lüge mit dem Familienbesuch erzählt hat. Noch dazu ist eine Strecke von über 1000 Kilometern an einem Tag ja auch kein Kinderspiel. So eine lange Autofahrt ist allein durchaus anstrengend. Dennoch arbeitet Steven am darauffolgenden Tag, dem Freitag vor seinem Verschwinden. Am Samstag muss Steven keine Flyer verteilen. Stattdessen bricht er erneut zu einer Reise auf. Es wird wahrscheinlich seine letzte sein. Am Morgen des 12. Dezember lockt sich Stevens Handy abermals in Nevada ein. Diesmal in der Stadt Overton. Was er dort tut, wissen wir nicht. Um 16 Uhr kauft er an einer Tankstelle in Mesquite in Nevada ein. Er tankt und besorgt sich ein paar Snacks. Mesquite liegt zwischen Overton und Stevens Zuhause in St. George. Es sieht so aus, als habe Steven sich am Nachmittag wieder auf den Heimweg gemacht. Das passt dazu, dass er am Abend gegen 20 Uhr in einem Supermarkt in St. George einkauft. Er kauft Weihnachtsdekoration und Babyartikel, die wahrscheinlich als Weihnachtsgeschenke für seine Nichten und Neffen gedacht sind. Um ungefähr 22 Uhr sieht sein Nachbar, wie Steven nach Hause kommt. Er gibt später an, Steven sei nur kurz zu Hause gewesen und 20 oder 30 Minuten später noch einmal weggefahren. Wohin genau ist bis heute unklar. Am 13. Dezember verschwindet Steven Kocher für immer. Um kurz vor 8 Uhr am Morgen ruft jemand aus Stevens Kirchengemeinde bei ihm auf dem Handy an. Er bittet Steven, spontan bei einem Gottesdienst einzuspringen. Steven erzählt ihm daraufhin, er befinde sich gerade in Las Vegas. Wenn es unbedingt sein müsste, könnte er zurück nach St. George kommen. Aber das Mitglied der Kirchengemeinde winkt ab. Steven müsse die 2-stündige Autofahrt nicht extra auf sich nehmen. Um 10:30 ruft ein anderes LDS-Mitglied bei Steven an. Er fragt, ob er am Mittag bei einem Gottesdienst sein würde. Steven verneint, wieder mit dem Verweis, er sei gerade in Las Vegas. Es ist das letzte Mal, dass jemand aus seinem Umfeld mit Steven Kocher spricht. Es dauert einige Tage, bis das Verschwinden von Steven auffällt. Am 15. Dezember bemerken Anwohner in Henderson ein fremdes Auto. Es parkt seit 2 Tagen an derselben Stelle. Das ist vor allem auffällig, weil es in einem geschlossenen Wohnviertel steht, das als eine Art Seniorenresidenz angelegt ist. Das bedeutet, in diesem Viertel in Henderson wohnen fast ausschließlich Rentner. Und das wiederum bedeutet, man kennt sich und seine Autos untereinander. Und Stevens PKW hat noch nie zuvor jemand dort gesehen. Durch das Fenster können die Anwohner einen der Flyer sehen, die Steven sonst für die Reinigungsfirma austeilt. Sie entscheiden sich dazu, bei der Firma anzurufen und zu fragen, warum das Auto seit 2 Tagen in Henderson herumsteht. Stevens Chef weiß nichts von seinem Ausflug nach Las Vegas. Als er Steven auf seinem Handy anruft, geht er nicht ran. Daraufhin kontaktiert er Stevens Mutter. Aber auch sie kann ihren Sohn nicht erreichen. Sie kann sich nicht erklären, warum Steven überhaupt in Las Vegas gewesen sein soll. Er hat dort weder Bekannte, noch sollte die Stadt sonderlich attraktiv für ihn gewesen sein. Steven hat aufgrund seines strengen Glaubens keine Drogen konsumiert, er hat nicht einmal Kaffee getrunken. Dass er einen Partyausflug nach Las Vegas gemacht haben könnte, schließt seine Familie komplett aus. Aus Sorge entscheiden sich die Kochers noch am 15. Dezember dazu, Steven als vermisst zu melden.
Stevens Vater macht sich in der Zeit auf den Weg, um sich in Henderson selbst ein Bild von dem Ganzen zu machen. Unterwegs legt er einen Stopp in St. George ein. Einer von Stevens Brüdern hat den Ersatzschlüssel für seine Wohnung. Als sie die Wohnung betreten, sieht alles vollkommen normal aus. Die Wohnung ist aufgeräumt und seine persönlichen Sachen scheinen alle da zu sein. Im Auto liegen die Weihnachtsgeschenke, die Steven im Supermarkt in St. George gekauft hat. Außerdem ein paar Quittungen von Tankstellen, Kissen, Decken, Rasierzeug und Kopien von zahlreichen Bewerbungsunterlagen. Sein Handy, Portemonnaie und Ausweis fehlen. Dadurch ist die Sorge um Steven sofort groß. In den nächsten Tagen trifft seine gesamte Familie in Henderson ein und sucht fortan nach dem 30-Jährigen. Stevens Vater zieht persönlich in Henderson von Tür zu Tür. Er bittet die Hausbewohner um das Videomaterial ihrer Überwachungskameras. In den USA ist es wesentlich üblicher als hier in Deutschland, private Sicherheitskameras auf seinem Grundstück anzubringen, um die Wohngegend im Blick zu behalten. Stevens Vater hofft, dass eine dieser Kameras vielleicht Hinweise auf den Verbleib seines Sohnes aufgezeichnet hat. Die Anwohner sind sehr kooperativ und der Plan von Stevens Vater geht schnell auf. Auf einem Überwachungsvideo ist zu sehen, wie Stevens Auto gegen 11.15 Uhr in die Straße einbiegt. Der Fahrer bleibt ein paar Minuten im Auto sitzen und steigt gegen 12 Uhr aus. Die Person, die aus dem Auto steigt, ist sehr wahrscheinlich Steven. Nicht nur die Optik passt, auch der Gang sieht dem des Vermissten unverwechselbar ähnlich. Auf dem Video ist Steven allein zu sehen. Es scheint niemand mit ihm im Auto gewesen zu sein. Steven hat etwas unter dem Arm und läuft recht zielstrebig in Richtung Evening Light Street. Danach verliert sich Stevens Spur für immer. Er verschwindet mitten in der eigentlich ruhigen Wohngegend. Nach den Weihnachtsfeiertagen steigt die Polizei vollumfänglich in die Suche nach Steven ein. Flyer werden gedruckt, Spürhunde sind im Einsatz und Polizeibeamte ziehen Henderson von Haus zu Haus. 4 Tage lang suchen Einsatzkräfte intensiv und großflächig nach dem Vermissten. Doch leider ohne Erfolg. Und das, obwohl sich sein Handy auch noch nach dem Verschwinden am 13. Dezember in einen Funkmast in Henderson einloggt. Erst ein paar Tage nach der vermissten Meldung bricht das Signal ab. Vielleicht, weil der Akku des Geräts leer ist. Steven Kochers Handy wurde also zumindest vorerst nicht ausgeschaltet. Aber es wird auch nie gefunden. Ebenso wenig wie Stevens Ausweis oder der Gegenstand, den er unter dem Arm trug, als er die Straße hinunterging. Der erste Gedanke von Stevens Familie und auch der Polizei ist, dass Steven keinen Lebenswillen mehr gehabt hat. Der große Stapel Bewerbungsunterlagen in seinem Auto ist ein weiteres Zeichen dafür, wie verzweifelt der 30-Jährige nach einem neuen Job gesucht hatte. Da er offenbar seinen Ausweis dabei hatte, könnte er von Las Vegas aus ins Ausland gereist sein, um sich dort das Leben zu nehmen. Doch da ist eben auch die Tüte mit Weihnachtsgeschenken für seine Nichten und Neffen. Noch dazu das Versprechen an seine Mutter, zu Weihnachten nach Hause zu kommen. Und am Morgen des 13. Dezember hatte er ja noch mit 2 Mitgliedern der Kirchengemeinde telefoniert. Beiden hatte er bereitwillig erzählt, dass er in Las Vegas sei. Wenn er sich dort ungestört das Leben hätte nehmen wollen, weshalb hätte er seinen Aufenthaltsort preisgeben sollen? Noch dazu hat er dem ersten Anrufer ja sogar noch angeboten, nach St. George zurückzufahren und in der Kirche auszuhelfen. Eigentlich passen diese Anhaltspunkte nicht zu einer Selbstmordtheorie. Deswegen rückte diese Theorie relativ schnell in den Hintergrund und man ging immer mehr davon aus, dass Steven einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Zwar haben sowohl seine Großmutter als auch seine Eltern angeboten, ihm zu helfen, aber offenbar wollte er die Situation allein in den Griff bekommen. Den Scheck der Großmutter und das überwiesene Geld seiner Mutter hat Steven nie angerührt. Steven hat gelegentlich kleinere Jobs gehabt, um Geld zu verdienen. Das wirft natürlich unweigerlich die Frage auf, ob irgendeiner dieser Jobs schiefgegangen ist. Vielleicht hat Steven jemanden kennengelernt, der ihm angeboten hat, in Las Vegas zwielichtige Geschäfte abzuwickeln. Das könnte zumindest erklären, weshalb er schon den Tagen vor seinem Verschwinden so weite Strecken mit dem Auto abgefahren ist.
Vielleicht hat Steven sowohl während der Fahrt zu seinen Ex-Schwiegereltern als auch am darauffolgenden Tag Dinge für jemanden erledigt. In diesem Fall wäre es aber erstaunlich, dass sich nie jemand gemeldet hat, der ihn bei irgendetwas Ungewöhnlichem beobachtet haben will. Eigentlich passt diese Theorie auch nicht zu dem, was wir über Steven Kocher wissen. Aber Menschen in extremen Situationen handeln eben auch nicht immer rational. Vielleicht hat Steven sich auf seiner Suche nach bezahlter Arbeit irgendwie auf die falschen Leute eingelassen. Steven had some debt that he needed to clear up and someone made him an offer and he took it probably not knowing what that was and it resulted in his disappearance and what we believe is his death. Die Privatermittler aus diesem Newsbeitrag glauben, dass Steven in Henderson einen Auftrag für jemanden erledigen sollte. Sie glauben, dass er in einem bestimmten Haus geklingelt hat, um etwas abzuliefern oder abzuholen. Dort sei es dann vermutlich zu einem Konflikt gekommen. Aus dem Inneren eines Hauses, das laut den Ermittlern in Frage kommt, liegen Fotos vor. Sie zeigen eine eingeschlagene Wand. We have photos of a room that was destroyed at about the same time. So is that based on struggle, a fight and a death? Is it based on a struggle, a fight and a kidnapping? Is it based on somebody who's just mad? I don't know. Es gibt noch einen weiteren Ansatz zum Verschwinden von Steven Kocher. Der ist allerdings hochspekulativ. Es gibt keine wirklich seriösen Quellen oder Berichte zu dieser Theorie. Was man weiß, basiert mehr oder minder auf Hörensagen. Wenn man sich mit dem Fall Steven Kocher beschäftigt, stößt man aber unweigerlich auf diese folgende Theorie. Der Vollständigkeit halber werde ich sie hier kurz umreißen, muss aber ganz deutlich sagen, dass wir in diesem Abschnitt stark spekulieren. Wie ihr im vorigen Abschnitt gesehen habt, glauben mehrere Ermittler, Steven sei in Henderson jemanden begegnet. Jemanden, der seinem Leben ein Ende gesetzt hat. Wir wissen, dass Steven die Evening Light Street hinaufgegangen und dann verschwunden ist. An genau dem Nachmittag, als Steven verschwindet, soll eine Familie aus eben dieser Straße ausgezogen sein. Steven hat sein Auto gegen 12 Uhr am 13. Dezember 2009 verlassen. Wenige Stunden später soll ein Umzugswagen der Evening Light Street aufgetaucht sein. Laut anderer Anwohner habe der Umzug hastig und spontan gewirkt. Die Bewohner der Straße, die am Tag von Stevens Verschwinden ausziehen, gehören zur Familie DiMaggio. Sie verlassen am 13. Dezember ihr Haus in der 2260 Evening Light Street. Ein Bewohner bleibt allerdings zurück. Und zwar der 40 Jahre alte Sohn der Familie, Mark DiMaggio. Er wohnt weiterhin in einem Anbau auf dem Grundstück der Familie. Für die Polizei wäre es also wichtig, ihn genau wie die anderen Anwohner zu befragen. Allerdings kann die Polizei ihn erst 3 Monate nach Stevens Verschwinden zu einem Verhör vorladen. Bei der Befragung soll er sich merkwürdig verhalten und unter anderem Andeutungen zu Drogengeschäften gemacht haben. Außerdem habe er seinen wirklichen Wohnort außerhalb des Grundstücks seiner Eltern nicht preisgeben wollen. Das heizt natürlich Gerüchte an. Zum Beispiel, ob dieser Mark DiMaggio in zwielichtige Geschäfte verstrickt sein könnte. Möglicherweise hat er Steven angeheuert, um etwas für ihn zu erledigen. Und etwas ist schiefgegangen. Aber wie gesagt, das ist nur eine Spekulation. Wirkliche Indizien dafür, dass bei DiMaggio etwas nicht stimmt, gibt es nicht. Auch ob es sich bei dem Haus, in dem vermeintliche Kampfspuren zu sehen waren, um das der DiMaggios handelte, wissen wir nicht. Es kann auch ein anderes Haus auf der Evening Light Street gewesen sein. Es gibt in diesem Fall aber noch eine weitere Person, um die sich zahlreiche Theorien ranken. Stevens ehemaliger Mitbewohner Jordan hat in Interviews weitere interessante Andeutungen gemacht. Jordan erzählt, der Vermieter Brad Bishop sei ein zwielichtiger Kerl gewesen. Er sei andauernd unangemeldet zum Haus gekommen, in dem Jordan und Steven wohnten. Zu der zugehörigen Garage hatte nur Brad Zutritt. Er habe sich stundenlang zu merkwürdigen Tageszeiten dort drinnen aufgehalten. Außerdem impliziert Jordan, Brad habe ein breites Waffenarsenal zu Hause gehabt. Brad wurde natürlich befragt und bei den Befragungen hat Brad sich immer entspannt gegeben. Zwar hat Steven ihm insgesamt 3 Monatsmieten geschuldet, dennoch sei er zuversichtlich gewesen, dass er das Geld irgendwann zurückbekommen würde. Natürlich ist es auch kein Verbrechen, sein eigenes Grundstück und seine eigene Garage wiederholt aufzusuchen. Und in den USA ist auch Waffenbesitz nicht unbedingt strafbar.
Wie gesagt, weder für die DiMaggio-Theorie noch für die Annahme, Brett könnte für Stevens Verschwinden verantwortlich sein, gibt es wirkliche Indizien. In der Woche, in der Steven Kocher verschwindet, hält ein weiterer rätselhafter Fall den Bundesstaat Utah in Atem. Wenige Tage vor ihm verschwindet die zweifache Mutter Susan Powell. Die junge Frau ist in Stevens Alter. Die Wohnorte von Susan und Steven liegen etwa 5 Autostunden voneinander entfernt. Allerdings zeigen Stevens Handydaten, dass er sich in der Woche seines Verschwindens unter anderem in West Valley aufhält. Das ist die Stadt, in der sich am 6. Dezember 2009 Susan Powells Spur verliert. Im Februar 2010 ließ Susans Schwiegervater von Steven Kochers verschwinden. Ihm fallen Parallelen zwischen seinem Verschwinden und dem von Susan auf. Sofort kontaktiert er daraufhin die Ermittlungsbehörden. Er legt dem FBI ein 9-seitiges Dokument vor, in dem er seine Theorie darlegt. Wie auch Steven sei die vermisste Susan in der LDS-Kirche aktiv gewesen. Er vermutet, die beiden hätten sich dort kennengelernt und eine Affäre begonnen. Dann hätten sie sich gemeinsam dazu entschieden, durchzubrennen. Vielleicht sogar nach Brasilien, wo Steven eine Zeit lang als Missionar tätig gewesen ist. Wie er habe auch Susan ein großes Interesse an der hiesigen Kultur und der portugiesischen Sprache gehabt. In seinem Dokument schreibt Susans Schwiegervater abschließend: "Ich habe keine absolute Gewissheit über all dies. Ich hoffe, das von mir Geschriebene hilft dabei, eine gute Spur zu den beiden zu finden. Ich bin mir zu 100% sicher, dass Kocher untergetaucht ist und zu 75% sicher, dass Susan das Gleiche getan hat. Ich bin zu 75% sicher, dass wenn einer von ihnen gefunden wird, die andere Person bei ihm sein wird. Ich bin nicht annähernd so sicher, dass sie wirklich nach Brasilien gegangen sind. Ich kann mir jedoch keinen passenderen Ort vorstellen, an dem ein Paar mit ihrem Hintergrund spurlos untertauchen könnte." Allerdings ist das Verschwinden von Susan Powell bis heute ein großes Rätsel. Die Aussagen des Schwiegervaters sollte man wohl eher mit Vorsicht genießen. Denn es wird von vielen vermutet, dass Susans Ehemann und ihr Schwiegervater für ihr Verschwinden und ihren mutmaßlichen Tod verantwortlich sind. Susans Mann hat sich und den beiden gemeinsamen Kindern inzwischen das Leben genommen. Der Schwiegervater wurde wegen Kinderpornografie und Voyeurismus angeklagt und soll Susan gestalkt haben. Auch er ist inzwischen verstorben. Möglicherweise war der Fall Steven Kocher für den Mann und den Schwiegervater von Susan also nur ein willkommener Vorwand, um von sich selbst abzulenken. Wenn ihr Näheres zu dem Fall Susan Powell erfahren möchtet, findet ihr dazu ein Video auf Insolito. Wenn ihr das Video sehen wollt, klickt einfach auf das Pop-up oben rechts im Bild. Und damit sind wir aber schon am Ende des heutigen Videos. Leider kommen wir heute also ohne eine Lösung zum Abschluss. Der Fall hat unzählige offene Enden und noch mehr offene Fragen. Weshalb konnte oder wollte Steven die Hilfe seiner Familie nicht annehmen? Weshalb fuhr er zu den Eltern seiner Ex-Freundin? Und was wollte er am Tag seines Verschwindens in Las Vegas? Hängt all das überhaupt miteinander zusammen? Bis heute gibt es keine stichhaltigen Spuren und Anhaltspunkte im Fall Steven Kocher. Umso mehr bietet es sich an, euch nach eurer Meinung zu fragen. Wenn ihr nach diesem Video eine Theorie habt, was mit Steven geschehen sein könnte, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Insbesondere bei diesem Fall würden mich eure Gedanken interessieren. Es ist wirklich schwierig, sich einen Reim auf Stevens Verhalten zu machen, egal wie viel man spekuliert. Aber vielleicht erkennt jemand von euch ja neue Zusammenhänge und kann eine plausible Theorie entwickeln. Ich freue mich darauf, von euch zu lesen und bedanke mich für eure Unterstützung. Sollte das Video euch gefallen haben, hinterlasst gerne ein Like, Kommentar und oder Abo. Aktiviert auch gerne die Glocke. Das unterstützt den Kanal wirklich extrem und ihr verpasst keine Videos mehr. Und gleichzeitig bekommt das Video kurz nach dem Upload viel Interaktion, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass das Video Leuten vorgeschlagen wird, die Insolito noch nicht abonniert haben. Vielen Dank schon einmal im Voraus und auch vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt einen guten Morgen, Mittag oder Abend oder je nachdem, wann ihr das Video seht und hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Ciao Leute.